Wie versprochen, widmen wir uns heute in einer etwas längeren Version ein paar der Dubiositäten von Trumps Innenpolitik. Weil die Liste so extrem lang ist, haben wir nur Zeit für vier. Meiner Meinung nach für die Top 4. Und zwar für, es fing an mit dem Einreisestopp, diesem Muslim-Ban. Dann machen wir weiter mit Obamacare. Dann der Russland-Verschwörung. Und dann immer noch meinem Liebling, dem Mauerbau. Nach wie vor ist das auch noch ein Thema. Also guckt euch an, es lohnt sich. Also fangen wir an mit dem Muslim-Ban oder dem Einreiseverbot. Tom spricht im Wahlkampf schon immer wieder davon und meint, man sollte Muslime nicht mehr in die USA einreisen lassen, weil die Gefahr besteht, dass sich Terroristen als Flüchtlinge verkleiden und dann Anschläge machen. Am 27.01. verhängt er ein Einreiseverbot für Menschen aus dem Irak, aus dem Iran, aus Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien, also vorwiegend muslimische Länder. Der Plan ist, dass 90 Tage keiner aus diesen Ländern einreisen darf. Egal, ob sie ein Visum haben oder eine Green Card, keiner soll kommen. 4 Monate lang dürfen keine Flüchtlinge kommen und syrische Flüchtlinge auf unbestimmte Zeit nicht. Es sei denn, es sind Christen, dann könnte man das prüfen und einige kommen lassen. Mehrere Staaten klagen sofort gegen diese Idee und ein Bundesrichter in Seattle setzt das Ganze am 3.2. schon aus. Die Regierung geht sofort in Berufung, aber das Berufungsgericht entscheidet gegen die Regierung und lehnt das Ganze am 10.2. ab. Die Idee ist aber nicht gestorben. Es gibt ein neues Dekret von Trump am 6.3. und zwar für die ganzen Länder von eben, aber ohne den Irak. Und die Idee ist, dass die Menschen, die ein Visum haben oder eine Green Card, die dürfen dann schon kommen. Aber Flüchtlinge eben nicht. Wieder klagen einige Staaten. Am 15.3. wird das Ganze wieder aufgehoben von dem Bundesrichter aus Hawaii. Und zwar nicht nur für Hawaii, sondern für das ganze Land. Das auch deswegen, weil es riesige Proteste gab an Flughäfen und in der Bevölkerung, die gesagt haben, das können wir so nicht machen. Denn nicht nur, also es wurde nicht abgelehnt, weil der Bundesrichter doof war zu Trump und ihn nicht mag oder weil die Demokraten eine Verschwörung angezettelt haben, sondern schlicht und ergreifend, weil die Idee, Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit nicht einreisen zu lassen, gegen die amerikanische Verfassung ist. Das ist der Grund. So. Und das ist nicht nur der Grund ist auch, dass es moralisch unbeschreiblich dumm ist. Und das sage nicht ich, das sagen 130 Außenpolitik-Experten, die ein öffentliches Schreiben verfasst haben. Und die sagen, pass auf, die Propaganda der IS ist, die USA führen Krieg gegen die Muslime. Wenn jetzt die USA keine Muslime mehr einreisen lässt, nur weil sie Muslime sind, dann bestätigt man die IS-Propaganda. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass es noch keinen Anschlag gab auf amerikanischem Boden, der ausgeführt wurde von Menschen, die aus diesen 7 Ländern kommen. Alle Menschen, die Anschläge verübt haben und die aus der Region kommen, die kamen aus Libanon, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien. Also Länder, mit denen die USA in einigen Fällen eine sehr gute Beziehung haben, eine Menge wirtschaftliche Beziehung haben, was einige Journalisten auch veranlasst hat zu sagen, vielleicht ist das der Grund. Trump hat eine gute Geschäfte in diesen 4 Ländern und keine guten Geschäfte in diesen 7 Ländern. Deswegen sind diese 4 Länder nicht in diesem Einreiseverbot beteiligt und diese anderen 7 schon. Das ist aber Spekulation, dafür gibt es keine Beweise. Was auch egal ist, weil er hat das versprochen, diesen Muslim-Ban durchzuziehen und es hat nicht funktioniert. Punkt 2, Obamacare. Obamacare haben die meisten mitbekommen, wie krass dieses Thema diskutiert wird in den USA. Obamacare trat in Kraft am 1.10.2013 und beinhaltete folgende Punkte. Krankenkassen durften Menschen mit Vorerkrankungen nicht mehr ausschließen. Das war neu. Kinder bis 26 Jahre durften bei den Eltern mitversichert werden. Das ist auch neu. Es gab staatliche Zuschüsse für Menschen, die sich sonst keine Krankenversicherung leisten konnten. Das war auch neu, vor allem in dem Ausmaß. Dafür gab es eine Strafe, wenn man sich nicht versichert. Da kann man immer noch sagen, das war voll gemein, aber das ist in Deutschland auch so. Du musst in Deutschland versichert sein. Das wusste ich auch nicht. Ich habe mich auch nicht drum gekümmert, war monatelang versichert, ohne das zu wissen, musste krass viel Geld nachbezahlen, habe mich aufgeregt. Jetzt habe ich einen Abszess in der Nasenscheidewand und muss sagen, zum Glück bin ich versichert, zum Glück wurde ich gezwungen dazu, weil diese OP könnte ich mir sonst definitiv nicht leisten. Insgesamt wurden unter Obamacare 23 Millionen Amerikaner versichert. So, Trump hat während des Wahlkampfs krass dagegen gewettert, gegen Obamacare. Und zwar hat er nicht nur gesagt, wir wollen Obamacare abschaffen, er hat auch versprochen, alle Amerikaner zu versichern, und zwar zu einem Bruchteil der Kosten, die Obamacare verursacht hat. So, deswegen hat er schon am Tag der Amtseinführung ein Dekret unterzeichnet, das faktisch Obamacare ausgesetzt hat. Also Staaten durften Obamacare aussetzen, wenn dadurch mehr Kosten entstanden sind, was nun mal der Fall war.
Das hat aber auch nicht gereicht, um sein Wahlversprechen, das war halt nur Punkt 1, Abschaffen von Obamacare. Man muss ihm auch zugutehalten, dass ziemlich schnell der Plan verfasst wurde, wie man Obamacare ersetzt. Dieser Plan, von Paul Ryan erstellt und repräsentiert, kam nicht besonders gut an. Der wurde schnell analysiert und es wurde auch schnell gesagt, was passieren würde, wenn man diesen Plan einfach so durchwinkt. Circa 14 Millionen Menschen würden im nächsten Jahr ihre Krankenversicherung verlieren. In den nächsten 10 Jahren wäre es insgesamt 24 Millionen Menschen, die ihre Krankenversicherung verlieren würden. Die Beiträge würden im kommenden Jahr nicht wie versprochen sinken, sondern um 15% steigen, benachteiligt werden durch dieses Gesetz oder hätten durch dieses Gesetz benachteiligt werden können, was auch immer, du weißt, was ich meine. Das waren vor allem alte, arme Menschen und kranke Menschen. Also genau die drei Punkte, die Krankenversicherungen bitter nötig haben. Und deswegen gab es einen riesen Ansturm dagegen. Die Demokraten haben von Anfang an gesagt, wir unterstützen das sowieso nicht, aber auch viele Republikaner nicht. Und zwar vor allem zwei Gruppen in den Republikanern. Einmal die Hardliner, die Erzkonservativen, die meinten, das geht noch nicht weit genug, wir müssen noch mehr Geld einsparen. Und dann aber vor allem die moderaten Republikaner, die dann zu Hause in den Heimatstaaten bei den Townhall-Meetings krass fertig gemacht wurden, weil auch eine Menge republikanische Wähler von Obamacare profitieren und die ihre Krankenversicherung brauchen. Und deswegen war ziemlich schnell klar, noch bevor das erste Mal abgesprochen wurde im Senat, wahrscheinlich reichen die Stimmen nicht aus. Das war ein Problem für Trump, weil er sich immer dargestellt hat im Wahlkampf als der große Retter. Er ist der Mann, der perfekt verhandeln kann. Und er meinte, man muss mit den Menschen reden und dann überzeuge ich die und dann klappt das schon. Also hat er 120 Einzelgespräche geführt mit den abstimmungsberechtigten Leuten im Senat und im Repräsentantenhaus. Und hat ihn sogar gedroht und gesagt, wenn ihr nicht macht, was ich will, dann werdet ihr nicht wiedergewählt, weil dann nehmt ihr euch diesen Platz weg. Es hat nichts gebracht. Noch bevor der ersten Abstimmung, am 24.03. wurde das Gesetz auf Bitten von Trump zurückgezogen, was ein großer Tritt für ihn ins Gesicht war. Weil das, was alle Menschen von ihm erwartet haben, dieses, oh, er ist der Mann an der Führungsposition, der das alles durchsetzt, das hat nicht wirklich funktioniert. Nummer 3, die Russland-Verschwörung. Trump hat sich im Wahlkampf immer sehr positiv über Russland und Putin geäußert, was ich gut finde. Es ist dumm, diese Grenzen zwischen Russland und USA noch weiter zu verhärten. Deswegen fand ich es nicht schlecht, dass er meinte, wir müssen einen Schritt auf Russland zumachen. Die US-Geheimdienste auf der anderen Seite werfen Russland immer noch vor, dass sie sich im Wahlkampf eingemischt haben. Also sie haben anscheinend Hackerangriffe gemacht auf Clintons E-Mails und auf ihren PC und haben diese Daten, die sie geklaut haben, an WikiLeaks weitergegeben, die veröffentlicht haben. Sie haben eine Menge Fake News verbreitet und so dabei geholfen, dass Donald Trump an die Macht kam. Das kann man Putin vorwerfen oder den Russen, ja, aber nicht Donald Trump. Ne? Was man ihm vorwerfen kann, ist Folgendes. Donald Trump und alle in seinem Team haben immer beteuert, es gibt keine Verbindung zwischen Donald Trumps Team und irgendwelchen Russen. Niemand hat jemals mit denen gesprochen. Das ist das, was gesagt wurde. Und jetzt kommt Stück für Stück raus, das stimmt nicht. Zum Beispiel hat sich Paul Manafort, der zeitweilige Wahlkampfleiter von Donald Trump, heimlich mit russischen Milliardären getroffen und mit ihnen zusammengearbeitet, die wiederum direkt mit Putin zusammengearbeitet haben. Das heißt, da gab es auf jeden Fall eine Verbindung. Jeff Sessions, der mittlerweile der Justizminister ist, hat in der Anhörung, die man, wenn man Minister werden will, über sich ergehen lassen muss im Senat, behauptet, er hätte nie mit irgendwelchen Russischen gesprochen. Nie. Würde er auch nicht machen. Dann kam raus, er hat sich schon zweimal mit dem russischen Botschafter getroffen. Daraufhin meinte Sessions, ja gut, das gehört auch zu meinem Job. Und das mag auch angehen. Die Frage ist, warum lügt er in der Anhörung denn darüber? Hätte er nicht machen müssen. Dubios, dubios. Der dritte war Michael Flynn. Michael Flynn war der oberste Sicherheitsberater von Donald Trump. Nicht für lange, weil dann ziemlich schnell rauskam, der Typ hat sich mit dem russischen Botschafter getroffen und zwar nicht ein bisschen zum Smalltalk, sondern die haben schon angefangen zu verhandeln über die Lockerung von Sanktionen gegenüber Russland. Und zwar bevor Trump Präsident war, haben sie darüber schon verhandelt. Als das rauskam, musste Michael Flynn auf jeden Fall seinen Posten räumen. Jetzt ist er wieder in den Medien, weil er jetzt sagt, er wäre bereit, vor dem Ausschuss des Senats, den es zu diesem Thema gibt, auszusagen, wenn man ihm dafür Immunität gewährt. Das ist auf jeden Fall dubios und wird auf jeden Fall interessant, was dabei rauskommt. Dann kam raus, ein Prinz aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat auf jeden Fall Treffen vereinbart zwischen Leuten von Trump und Leuten von Putin auf den Seychellen. Es gab aber auch einige Treffen in europäischen Großstädten. Insgesamt kann man also sagen, es ist einfach nicht wahr. Es gab Verbindungen zwischen Russland und Trump. Der Senat, dieser Ausschuss ermittelt, das FBI ermittelt und alle sind gespannt, wie das ausgeht. Nummer 4 und einer meiner Lieblingspunkte bis heute ist die Mauer.
der Mauerbau zwischen Amerika und Mexiko. Denn der Plan besteht weiterhin. Es soll eine 3200 Kilometer lange Betonmauer, Zementmauer gebaut sein. Irgendwann dann. Die so hoch ist, dass man nicht rüberklettern kann, aber auch so tief in der Erde, dass man kein Tunnel graben kann. Wichtig ist aber auch, und das finde ich genial, dass sie von der amerikanischen Seite aus optisch ansprechend sein soll. Ich bin gespannt auf die Ideen, wie man eine 3200 Kilometer lange Zementmauer optisch ansprechend gestalten möchte. Das Ganze soll laut Trump-Schätzungen ungefähr 14 Milliarden Dollar kosten. Andere Schätzungen sagen so 21 bis 23 Milliarden Dollar. Was aber auch egal ist, weil am Ende, und das ist der beste Punkt, soll Mexiko dafür bezahlen. Der Präsident sagt zwar bis heute, nope, das wird nicht passieren, aber das ist weiterhin der Plan. Schon am 24.02. gab es eine Farbausschreibung, ab dem 17.03. gab es die offizielle Ausschreibung, wer diese Mauer bauen will. Es haben sich 700 Firmen beworben und immer noch wollen das einige, bis heute wollen das einige Firmen bauen. Es sind keine Deutschen mehr dabei, das ist auch ganz gut zu wissen. Im Haushaltsplan 2017 sind 2,4 Milliarden Dollar eingeplant dafür, bis Ende 2018 sollen 4,1 Milliarden Dollar eingeplant sein. Paul Ryan, Sprecher des Repräsentantenhauses, das ist auch der Typ, der übrigens diese ganze Idee hatte mit Obamacare-Ersatz, hat auch schon angekündigt, man könnte auch diese 14 Milliarden Dollar erstmal vorschießen, weil die holt man sich ja sowieso später von Mexiko zurück. Vielleicht nicht direkt, ist jetzt nicht so, dass der Präsident Trump dann, also dass der mexikanische Präsident ihm dann so einen Koffer mit 14 Milliarden rüberreicht. Aber man könnte das machen über Strafzölle oder indem man quasi diese Überweisungen, die ganzen Migranten, ob nun legal oder illegal, in den USA, die ganzen mexikanischen, das Geld, was sie nach Hause schicken, das könnte man höher besteuern und dann würde man sich davon das Geld einfach zurückholen. Keine Ahnung, was passiert. Ich bin gespannt. Sein Schwiegersohn muss das im Moment, Jared Kushner heißt er, glaube ich, muss das im Moment alles klären. Ich bin gespannt. Ich finde, also ganz ehrlich, das Schlimme ist ja nicht mal die Skandale. Also das ist schon, jeder Skandal für sich ist schon krass, aber es gibt in der Politik immer Skandale. Was ich krass finde an der kompletten Geschichte ist, dass dann Präsident an der Macht sitzt, der offensichtlich nonstop, ohne rot zu werden, lügt. Seine Verteidigungsstrategie ist, sobald eine Frage kommt, die er nicht mag, antwortet er mit irgendeiner krassen Geschichte, die von vorne bis hinten erlogen ist, die nur dafür sorgt, dass man einigermaßen ablenkt davon, dass er eigentlich in einem Skandal verwickelt ist. Und das, glaube ich, das ist doch krass, wenn du in Amerika wohnst und du machst morgens den Fernseher an und du siehst deinen Präsidenten und du kannst dir nicht sicher sein, ob auch nur irgendeins dieser Worte, die er aus seinem Mund sprudeln, stimmen. Und du kannst dir auch nicht sicher sein, ob du den Fernseher anmachst, ob vielleicht irgendwas noch krasseres passiert ist und dann irgendwas noch krasseres. Das ist doch furchtbar. Das ist doch nicht das, was du von dem Präsidenten erwartest. Irgendjemand von euch hat gefragt, gibt es da irgendwas Positives, was quasi passiert ist dadurch? Und ich glaube schon, ja. Punkt 1 ist, dass diese ganzen Geschichten zeigen, dass es gibt in jeder Demokratie große Fehler. Und Trump ist jemand, der das beherrscht, diese Fehler krass auszunutzen. Aber immerhin zeigt er uns diese Fehler auf. Punkt 2 ist, dass man aber auch sieht, dass die Demokratie an anderen Punkten sehr gut funktioniert und es nicht funktioniert, dass da jemand oben als Präsident steht und sagt, wir lassen keine Moslems mehr rein. Und dass es dann so noch eine Gewaltenteilung gibt und so eine Aufteilung in diesem Land, dass das nicht funktioniert. Sondern dass es Bundesrichter gibt, die sagen, nee, das ist gegen die Verfassung und deswegen machen wir das nicht. Und es in der Demokratie nicht so passieren kann, dass jemand von heute auf morgen automatisch alle Macht auf sich zieht. Das ist auch ein positiver Effekt. Der mit Abstand positivste Effekt kommt hoffentlich noch. Man hat das schon gesehen in Holland, in den Niederlanden bei der Wahl. Auch da gab es einen Rechtspopulisten. Es gab die Prognose von, der Typ wird eine Menge Stimmen bekommen. Und dann war der Effekt, dass eine Menge Menschen, die sonst nicht zur Wahl gegangen wären, sich wahrscheinlich gedacht haben, ganz im Ernst, das, was in Amerika gerade passiert, dass da jemand ist, der populistische Reden schwingt und augenscheinlich wirklich null Ahnung vom Regierungsgeschäft hat, wir wollen nicht, dass das bei uns auch passiert. Und deswegen gehen wir einfach jetzt zu dieser Scheißwahl und stimmen auch mit ab. Und ich hoffe, dass das weiter passiert. Ich hoffe, dass die Menschen in Europa sich Amerika angucken und sehen, das passiert. Das passiert, wenn so jemand an der Macht ist. Lass uns das verhindern. Ich hoffe, das passiert in Frankreich. Ich hoffe, das passiert in Schleswig-Holstein, in NRW und im September in unserer Bundestagswahl. Weil Leute, ganz im Ernst, guckt euch das an. Das passiert. Das, was gerade in den USA passiert, das passiert, wenn man jemanden an die Macht kommen lässt, der augenscheinlich große Versprechen hat, die nicht umsetzbar sind und die von jemandem kommen, der nicht die geringste Ahnung von dem Job hat, den er da machen will. Guckt es euch an
und verhindert, dass solche Populisten in unsere Regierung kommen. Es wäre so schön, wenn genug Menschen das machen.